Herzlich willkommen zum siebten Teil meiner 16-teiligen Videopodcast-Reihe Österreichische Politik, politische Bildung für Einsteiger, Einsteigerinnen leicht gemacht. In der Videobeschreibung hier unten sind die anderen Teile verlinkt. Der Nationalrat wird häufig als das österreichische Parlament bezeichnet und befindet sich in Wien. Die Parlamentsabgeordneten werden als Nationalratsabgeordnete bezeichnet. In sogenannten Ausschüssen beraten einzelne von den Parteien dazu ausgewählte Abgeordnete, welche Gesetze im Plenum, also der Versammlung aller Abgeordneten, beschlossen werden sollten. Die sogenannten Bundesgesetze werden dann im Plenum des Nationalrats von allen Abgeordneten beschlossen. Einfache Gesetze werden mit einfacher Mehrheit, also von mehr als der Hälfte der Stimmen der Abgeordneten, beschlossen. Da Verfassungsgesetze besonders wichtig sind, da sie die Grundrechte zum Beispiel aller Menschen im Land beinhalten, müssen diese von mindestens 2/3 der Stimmen der Abgeordneten beschlossen werden, damit diese gültig werden bzw. verändert werden. Der österreichische Nationalrat hat 183 Abgeordnete. Diese ungerade Zahl stellt sicher, dass bei einer Abstimmung aller Abgeordneten immer ein eindeutiges Ergebnis, also kein Unentschieden, zu erwarten ist. Der Nationalrat wird für 5 Jahre von den Österreicherinnen und Österreichern gewählt. Man sagt in diesem Zusammenhang auch, dass die Legislaturperiode, also die Gesetzgebungsperiode, 5 Jahre dauert. Wahlberechtigt sind alle österreichischen Staatsbürger ab dem 16. Lebensjahr. Wie frei sind diese Abgeordneten in ihren Entscheidungen? Das Gesetz sieht vor, dass die Abgeordneten unabhängig von Parteien und Interessensgruppen frei im Nationalrat abstimmen dürfen. Sie haben ein sogenanntes freies Mandat. In der Realität erwarten die Parteien ein bestimmtes Abstimmungsverhalten von den Abgeordneten. Man spricht in diesem Zusammenhang vom sogenannten Clubzwang. Wenn die Abgeordneten nicht wie erwünscht abstimmen, können sie jegliche Unterstützung der eigenen Partei und so zum Beispiel die Möglichkeit, wiedergewählt zu werden, verlieren. Der Nationalrat hat 3 Präsidenten bzw. Präsidentinnen, die vom Nationalrat gewählt werden und unter anderem die Aufgabe haben, Sitzungen zu leiten und bei Verhinderung des Bundespräsidenten diesen vertreten zu können. Danke für die Aufmerksamkeit und wir sehen uns sicherlich gleich wieder im 8. Video meiner Videoreihe mit dem Titel Du entscheidest, was Demokratie für dich bedeutet, die Nationalratswahlen in Österreich.